Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben. Wir sind wieder da. Und jetzt geht's wieder los. Wir wollen raus. Wir haben, ja, nicht mehr zu viel dabei. Achso, hier liegt noch ein Stapel von dem wieder zusammengefallenen Wachsoldaten, der mitgekommen ist. Mir fehlt aber... Ah, ich wollte gerade sagen, mir fehlt auch meine Begleiterin. So. Ja, wir sind im Krieg, den wir nicht wollten. Wir müssen jetzt erstmal wieder raus und gucken, was denn so mit uns passiert hier. Mal schauen, was da draus wird. Ich bin sehr gespannt. Jetzt müssen wir bestimmt noch irgendwie ein paar Wachen töten. Wir wollen das gar nicht. Wir wollten Frieden. Oh. Ich weiß natürlich auch nicht, was genau jetzt alles hier noch für ein Chaos passiert. Ich glaube, auf deren Seite noch nie im Krieg gekämpft. Glaube ich, meine ich. Das ist, ja. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. So, wo müssen wir hin? Warte, Karte. Aufgabe. Zwingt den Jarl, sich zu ergeben. Oh je, das wollte ich nicht. Ich will doch nicht meinen Jarl, meinen treuen Jarl, der mir erlaubt hat, hier ein Haus zu kaufen, zwingen, sich zu ergeben, ist so eine Sache, das finde ich echt nicht in Ordnung. So, wir haben hier noch ein paar von den Seelensteinen, die falsch bestückt sind. So, da können wir noch ein paar benutzen. Achso, jetzt muss ich erst wieder neu ziehen, dann glüht es wieder und funktioniert wieder. Okay. Ja, wir können hier definitiv nachher noch ein bisschen rumlooten. Aber jetzt müssen wir erstmal weitermachen. Oh Mann, und ich wollte das nicht. Zu Ende. Hey. Ich weiß noch, wie man kämpft. Was war das denn? Drachenform. Oha. Nee, warte. Ach so, Drachenform, da bin ich jetzt irgendwie, ich bin stärker geworden, glaube ich. Dann wollen wir uns hier mal durchkämpfen. Oh Mann, das tut mir so leid. Das tut mir so furchtbar leid. Das war so echt nicht geplant. Okay, auf nach Dragon's Reach. Die haben uns geholfen und wir hatten einen Friedensvertrag ausgehandelt. Oh, ich will das nicht. Der ist bestimmt voll sauer auf uns. Dafür ist es jetzt ein bisschen spät, meint ihr nicht? Zurück, Herr. Ich werde doch nicht zulassen, dass dieses Pack meine Stadt erobert, ohne selbst das Schwert zu ziehen. Oh, das tut mir so leid. Kaiser kann meinen Hintern... Ich werde euch brennen sehen. Mehr habt ihr nicht drauf? Es tut mir so leid. Das werdet ihr wissen. Es tut mir so leid. Genug. Das reicht. Ich ergebe mich. Es tut mir so leid. Ich ergebe mich. Wir haben uns so gut mit ihm verstanden. Hört auf zu kämpfen. Das ist ein Befehl. Aufhören. Es tut mir so leid. Wigner Graumähne. Eure Familie war auf den Mauern auffällig abwesend. Jetzt weiß ich warum. Hätte ein Dolchstoß in den Rücken nicht gereicht. Glaubt ihr, das ist was Persönliches? Das Kaiserreich hat nichts mehr in Himmelsrand zu suchen. Jetzt nicht mehr. Und ihr? Ihr habt nichts mehr in Weißlauf zu suchen. Noch ist dies eine angenehme Position. Doch hört auf meine Worte, alter Mann.
Bald wird die Rebellion Ulfriks Leuten über den Kopf wachsen. Was ist passiert? Das Kaiserreich ebenso sehr, wie das Kaiserreich uns braucht. Wir Nord sind das Kaiserreich. Unser Blut hat es errichtet. Unser Blut hält es am Leben. Gerade ihr solltet das doch wissen. Wenn das mein Kaiserreich wäre, könnte man verdammt nochmal anbeten, wen man will. Wollt ihr ein Kaiserreich ohne Talos? Ohne Seele? Was ist passiert? Bekämpfen sollten wir diese Hexenelfen. Nicht vor ihnen auf die Knie fallen. Der Kaiser ist nur eine Marionette der Talmor. Was ist passiert? Himmelsrand braucht einen Großkönig, der für es kämpft. Und Weißlauf braucht einen Jarl, der dasselbe tut. Oh Mann. Sag mir, Wigner, war es all das wert? Wie viele der Leichen, die unsere Straßen säumen, tragen die Gesichter von Männern, die euch einst ihren Freund nannten? Was ist mit ihren Familien? Schluss jetzt! Alle beide! Da draußen steht eine Stadt in Flammen, die regiert werden muss. Er hat recht. Galmar, kommt, lasst uns für Ordnung sorgen. Das ist noch nicht vorbei. Hört ihr mich, ihr alter Dummkopf? Das ist noch nicht vorbei. Oh je. Und ihr, ein Sturmmantel? Ich hätte mehr von euch erwartet. Ihr werdet diesen Tag alle noch einmal bereuen. Ja, ich wollte das auch nicht. Berichtet Ulfric von unserem Sieg. Ja, toll. Oh Mann, das tut mir so leid. Das wollte ich nicht. Ich wollte das alles nicht. Aber wenn die schon mal tot sind, also zumindest die Pfeile und so, die nehme ich mit. Aber mir tut das so leid, ey. Ich habe die Freunde genannt. Ich wohne hier. Hoppala, habe ich irgendwas Falsches mitgenommen. Ich wohne hier, das ist mein Zuhause. Oh, shitte. Das war echt nicht Sinn der Sache. Ja, toll. Und die Stadt brennt. Das war nicht so geplant. Es tut mir so leid. Irgendwas ist da mit unseren Quests ganz böse schief gegangen. Ich wollte das wirklich nicht. Oh Mann. Verdammter Mist. Irgendwas ist mit den Quests hier ganz böse schief gegangen. Fenster alle zugenagelt, verbarrikadiert. Oh Mann, das war so echt nicht geplant. Es tut mir so leid. Ach, verdammt. Naja, aber wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon mal hier sind. Nein, stehlen werde ich trotzdem nicht. Aber ich will mal kurz gucken. Wir haben ja reichlich Nordpfeile und auch noch viele andere Dwemerbolzen und ähnliches. Orkische Pfeile haben wir reichlich, das sind ja sogar stärkere Sonnenpfeile und haben wir ja alles richtig viel. Das heißt, die Stahlpfeile und die Eisenpfeile, die möchte ich bitte einschmelzen, dass wir das Material machen. So, Stahl. Stahlpfeil. Okay. Das wollen wir mal gerade hier durchziehen. So. Da haben wir das. Und Eisen. Eisenpfeil. So, da haben wir die Eisenpfeile. Da haben wir die Sachen jetzt mal eingeschmolzen. Wir wollen ja auch ein paar Sachen noch verbessern. Ich überlege gerade, wollen wir gerade noch...
Doch, das könnten wir machen. Bevor wir hier noch weitermachen, wir sind jetzt eh gerade hier. Ja, Schlüssel erforderlich. Ich habe das noch nicht vom neuen Jahr gekauft. Brauche ich wohl auch nicht. Ach Mann, das tut mir so leid. Das tut mir so furchtbar leid. Ein paar der Ebenerz-Sachen nehme ich auf jeden Fall mit. Das mit dem Stahlriemen. Ich nehme das, ich packe das auch gerade erstmal ein. Nee, nicht verzauberte Sachen wollte ich jetzt nicht. Hier haben wir noch Ebenerz. Die verzauberten Sachen, die wollen wir anders zerlegen. Die nehmen wir auch alle mit. Das auch. Das sollte aber reichen, würde ich sagen. An Ebenerzmaterial. So, jetzt gucken wir mal gerade. Wegen dem ganzen Material. Material, Material. Moment, wir haben... ach so, Moment. Das ist die Fertigrüstung. Das war das auch nicht. So, das war hier mal kurz. Ja, die Nordpfeile können wir auch mitnehmen, ruhig. Pelz brauchen wir nicht unbedingt. Was wollte ich denn? Daedra-Herzen wollen wir mitnehmen. Drachenknochen, Drachenschuppen. Ebenerz. Ebenerz. So, Stahl und Eisen und so haben wir schon mitgenommen. Oh, über 80.000 Gold haben wir schon. Donnerwetter. So, Gold, nein, nein. Herzstein, nein. Brauchen wir alles nicht. Nein, nein. Ja, komm, Eisen nehmen wir auch erstmal mit. Leder. Lederstreifen. Mondstein brauchen wir, glaube ich, nicht. So, was haben wir denn noch? Quecksilber brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Falls doch, werden wir es schon merken. Ich will jetzt, wie gesagt, ganz kurz, dass wir mal ein paar neue Sachen schmieden. Die müssen ja auch noch nicht, wer weiß, wie toll sein. Die müssen auch nicht verzaubert sein. Wir sind ja eigentlich so auch ganz gut dabei. So, Halskette der Schmiedekunst. Das war Sachen. Wir wollen ja auch noch Schmiedekunst natürlich verbessern. Wir wollen das ja so gut machen, wie irgend geht. So, nein, 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 nein. Das ist... Wir müssten alles haben, oder? Ja, ich glaube, wir haben alles. So, sonst brauchen wir ja wieder ewig. Apropos ewig. Ich muss den... Den Bogen, damit es ein bisschen schneller geht. So. Gespannter Bogen geht etwas flotter. So. Und hier haben wir noch Tränke. Moment. Wo sind sie? Tränke, 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 Tränke. Moment, Elixier. Elixier des Heilers, des Kriegers, des Ritters. Elixier des Waffenschmieds. So. Taschendiebstahl, Volltreffer. Nö. Gifte auch nö. Das waren die Elixiere. Haben wir noch Lösung? Haben wir noch Lösung irgendwie? Nee, ne? Nein. Das sind die Notes, das Papier, Rolle. Ruf zu den Waffen. Nein. Schale. Gift. Schriftrolle.
Gifte, Anfälligkeiten. Wie, so und so. Das sind alles die Bücher. Trank, Trank des Blutes, nein. Tödliches Gift. Wundertrunk, Moment. Des so, Stärke, Berserker, Heiler, Ritter, Schlossknacken. Wundertrunk des Waffenschmieds. Zaubertrank des Beschwörens, Schlossknackens, bla bla bla. Okay, nee. Dann müssten wir tatsächlich alles haben. Dann wollen wir mal ganz kurz darüber huschen. Ganz, ganz kurz. Ich beeile mich. Nur wir wollten ja noch ein paar Sachen schmieden, dass wir mal endlich eine richtig coole Rüstung haben. So. Zack, damit uns nichts Ungünstiges passiert. Ah, so. So, guckt mich nicht verdächtig an, dass ich hier mit gespanntem Bogen laufe. Liebe Wachen, ich bin ganz artig. Ich bin nur ein bisschen schwer gerade. So. Jetzt müssen wir hier nochmal ganz kurz. Eben Erz. Wenn wir schon mal hier sind. Ich würde es einfach gerne gerade machen. Eben Erz. Pfeile will ich nicht zerlegen. Das Drachenknochenschwert? Nein. Aus dem Erz. Genau. Aus dem Erz das Ingot machen. So. Ebony Maul. So, den Maul können wir zerlegen. Kriegsaxt können wir zerlegen. Schwert können wir zerlegen. Bogen, 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 Bogen. Und das war's. Okay. Dann haben wir das soweit zerlegt. Dann können wir jetzt... Der drei Herzen habe ich, glaube ich, auch mitgenommen. Dann müssten wir jetzt die richtig, richtig tollen Sachen machen können. Und zwar, was war denn das? Sonstiges war das nicht. Nee, Nord. Nord waren die Sachen. Chitin-Knochenrüstung. Das war die. Barbarien, bla bla, Bossma. Dragon Knight. Dragon Knight Heavy Armor waren 134. Waren 134. Tut, 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 tut. Nein, 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 das ist das alles nicht. Dun, 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 dun. Baumaterialien, Schmuck. Dädra. Dädra, Rüstung, Helm, Hammer. Auch 134. Drache. 126. Dann die leichte. Dann Dragon Lord. Was brauche ich da? Ach, die Hexenrabenfedern. Dragon Lord. Die hat 150. Als Robe 150. So, gab's noch was anderes? Nee, ne? Okay. Das heißt, wir müssen unter Dädra... Nein, unter Drache, Entschuldigung. Unter Drache und dann... Nicht Dragon Bone, sondern Dragon Lord. Und dann nicht die Armor, sondern die Robe. Okay. Dann wollen wir jetzt kurz die Tränke nehmen und ähnliches.
Hier, wir legen die Halskette der Schmiedekunst an. Zaubertränke. Zaubertränk, Magika, des Waffenschmieds, Wundertrunk. Kann man die stacken? Weiß ich nicht. Wir nehmen mal den und den. Zack. Und jetzt. Na, wo war's? Drache. Dragonbone. Dragonlord. So. Die herstellen. Und Helm. Gowns. Boots. So, das war das. Schilde gibt's keine anderen, ne? Weil Schild habe ich Dings. Das ist das Schild 59, ich glaube, das habe ich. Ein anderes Schild. Speer, ne, ein anderes Schild gibt's nicht. So, da gucken wir kurz. Moment, das, langsam. Das Schild 59. Ebenerzschild 55. Daedra. Daedra gibt's keine Schilde. Oder was? Rüstung und so weiter. Daedrischer Schild. 61. Doch den Schild können wir von Daedra nehmen. Ja. So. Alles klar. Jetzt gucke ich nochmal gerade. Aktive Effekte. Ausdauer verringert. Ja, ist klar. Schmiedekunst verstärken. Waffen und Rüstungen können 15% verbessert werden. Nein, dann muss ich nochmal Objekte, Zaubertränke, dann ist das durch. So, nochmal den Trank nehmen. Ach nein, falsch. Die Werkbank. Daedrischer Schild. Jawohl. Und jetzt die Boots. Die Dinger. Das Ding. Das Ding. Schwert habe ich ja gar nicht gemacht. Wartet mal. Schwert habe ich ja gar nicht gemacht. Hatten wir vielleicht noch ein besseres? Draugur, bla. Drache. Schwert. Waren 73. 73. Daedra. Schwert. Sword. Irgendwo. Short Sword. Auch 63. Okay, das ist egal. Das ist egal. Da können wir also das nehmen, was wir haben. So. Jetzt mal schauen. Bekleidung. Wir haben hier 88, 180, 68. Okay, Moment. Die Boots. 68, 110. So. Die Robe 180. 244. Wert 16.000. Boah. Das Ding. So. Das Schild bleibt. Helm 88. Helm 124. Was haben wir für Handschuhe? 68. 110. Das ist doch meine Hausnummer.
Das Schild. Ach so, das Schild. 94, 114. Läuft. Läuft bei uns. So, das können wir wieder anlegen dann. Und das Schild. So, Waffen. Unser Schwert wieder. Alles klar. Oh, schön. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus jetzt, wenn wir die Dingens dabei haben. Wenn wir die Robe anhaben und dabei den Rucksack auf. Das sieht ein bisschen panne aus. Aber das ist doch mal, das ist doch mal episch. Da sind wir doch mal jetzt richtig übel gepanzert. Sehr schön. Okay, der Rüstungswert jenseits von Gut und Böse. Ich weiß nicht, wo er vorher war. Aber jetzt wird er deutlich höher sein. So, dann gehe ich mal ganz schnell wieder zurück. Und packe mal kurz die Sachen wieder aus. Tut mir leid, dass wir jetzt ein bisschen Zeit damit verdammelt haben. Aber ich dachte gerade hier, wo wir schon fast unser Zuhause verloren haben, wo so viel schief gegangen ist, dachte ich, kommt, wir machen es jetzt wenigstens so, dass wir uns gerade so zum Trost sozusagen was Schönes craften. Und ich finde, da haben wir doch wirklich was Schönes gekriegt. Moment, die kann ich nicht ablegen, die will ich nicht ablegen. Nö. Achso, ja, das ist mir nirgends aufgefallen. Da muss ich mal demnächst mal gucken, ob man vielleicht doch eine Waffe dann irgendwie aus dem Zeug machen kann und das noch verbessern kann. Das müssen wir dann sehen. So, die Verzauberungen und so, die nehmen wir da demnächst vielleicht sogar wieder runter und reparieren die Sachen noch, beziehungsweise verkaufen die Sachen oder irgendwie sowas. Als Kette der Schmiede, doch, die lege ich jetzt mit hier unten rein erstmal. So und das. Zaubertränke, Schmiedesachen habe ich hier unten. Da packe ich dann ausnahmsweise die Dinger mit zu. Und, achso, Zutaten, genau, die Daedra-Herzen wieder beiseite. Und wir haben hier noch reichlich Drachen, Knochen, Schuppen, Ebenerz, das ganze Zeug. Gewöhnlicher Seelenstein mit schwacher Seele, war das nicht richtig? Gewöhnlicher Seelenstein mit schwacher Seele ist doch richtig eigentlich. Gewöhnlich mit schwach, gewöhnlich mit schwach. So, der Große mit einer gewöhnlichen Seele. Ach nee, gewöhnliche Seelenstein, gewöhnliche Seele. Warum ist die gewöhnliche Seele ist in den Großen und... Och, ja, ist egal. Das ist jetzt auch wurscht. Das ist das. Das Eisenerz kann weg. Das Leder kann weg. Lederstreifen. Mächtige Seelensteine haben wir gerade nicht mehr mit mächtiger Seele, oder? Nö. So, schwarzer Seelenstein auch nur mit... Das noch weg. Und die winzigen sind leer. Okay, wir sind wieder bei 163. Das sieht sehr gut aus. Und ich glaube, da das jetzt auch ein klares Set ist, kriegen wir jetzt hier diesen Fertigkeitenbonus. Wenn, schwere Rüstung, hier das letzte, passende Garnitur, dahin, passende Garnitur, zusätzlicher Rüstungsbonus von 25%, wenn ein passendes schweres Rüstungsset getragen wird. Das heißt, ja, wir haben wahrscheinlich diese hohen Werte, weil wir diese richtig, richtig coole Set-Rüstung jetzt anhaben. Das ist natürlich voll gut. So, wir sind wieder leergeräumt. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal und erstatten Bericht. Nein, das ist falsch. Wir speichern gerade nochmal. Sicher ist sicher. So, und dann gehen wir einmal zurück und erstatten Bericht, dass Weißlauf ja den Besitzer gewechselt hat, sagen wir mal. Alter, ich kann das immer noch nicht wieder anklicken. Das gibt's doch nicht. Ja gut, kommt. Erstmal zurückgehen und Bescheid sagen, dass Weißlauf den Besitzer gewechselt hat.
Och, leider. Ich wollte den Krieg doch nicht weiterführen. Mann. Aber da gibst du nur die Krone ab, damit es Inventar leerer ist und auf einmal stehen die bei dir zu Hause und ja, gut, dass du hier bist, wir wollen Krieg führen. Ey, das ist so echt nicht gedacht. Ja gut, ich habe nicht die Krone, ich habe die Krone abgegeben und dann das mit der Axt, die Axt hin und her geschleppt. Aber die war ja auch so schwer. Bis ich alles aus dem Inventar los war, ja, war die Kacke schon am Dampfen, wenn ich es mal so sagen darf. Ach Mann, das ist doch Käse. Ist er hier? Okay, upstairs. Ja, gehen wir nach oben, von mir aus. Ui. Alter, ist das finster hier. Tullius unterhält Lager in Pel und denkt an Krieg. Ja, wir ja, ja. Wir haben das Kaiservolk aus Weißlauf vertrieben. Ja. Das ist gut. Ja, sehr geht so. Jetzt kontrollieren wir das Zentrum. Das ist eine mächtige Position. Eine, die ich zu halten beabsichtige. Wir nennen euch jetzt Eisadern. Denn das dicke Blut unseres Landes ist in euer Herz geflossen. Hier, nehmt dies. Das ist das Schwert eines kaiserlichen Offiziers. Eine passende Waffe, um sie gegen den Feind einzusetzen. Was ist unser nächster Schritt gegen das Kaiserreich? Ich will keine weiteren Schritte gegen das Kaiserreich. Begebt euch in unser Lager in Reach. Sie brauchen dort jeden fähigen Kämpfer, den sie bekommen können. Ja, verstanden. Talos möge euch leiten. Och, Mann. Ja, was haben wir jetzt Schönes gekriegt? Wir haben schon wieder... Ja, 68. Ja, gut. Warte mal, was hatte das? Ach so, das mit dem Ziel Seelenstein füllen. Und was ist das? Zusätzlich 20 Punkte Frostschaden. Ja gut, vielleicht kann ich das auch aufwerten und das behalten oder so. Mal gucken. Ach Mensch. Das war doch so alles nicht geplant. Kämpft wacker oder sterbt. Das war doch so alles nicht geplant. Jetzt stecken wir tatsächlich mitten im Krieg, obwohl wir niemandem was tun wollten. Aber man kann die Quests ja auch nicht mehr abbrechen. Man kann ja nicht sagen, okay, war eine doofe Idee, tut mir leid. Ich fühle mich hier draußen so hilflos. Ich passe, bitte, ne, hier, nimm die Krone, lass mich in Ruhe, ich will da nichts mit zu tun haben. Kann man ja nicht machen, man kann die Quest ja nicht mehr abbrechen. Oh, das ist alles schief gelaufen. Entschuldigt, das war so echt nicht geplant. Ach, verdammt, das ärgert mich wirklich. Na gut, aber jetzt genug gejammert. Wir suchen uns beim nächsten Mal wieder eine schöne Quest, die wir verfolgen können. Und dann geht's hochspannend weiter. Dabei probieren wir natürlich unsere schöne neue Prachtrüstung aus mit dem neuen Schild. Wir sind ja jetzt wirklich, wirklich gewappnet. Das ist ja wirklich ordentlich, was wir da zusammengeschustert haben. Schick, schick. Und dementsprechend wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.